Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen YouTube-Video, in dem ich euch das generalüberholte Lenovo ThinkPad X1 Yoga der 6. Generation von der Firma RenewOne vorstelle. In diesem Video werde ich euch einen detaillierten Überblick über das Gerät geben und im Anschluss schauen wir uns den Preisunterschied zwischen diesem Gerät und dem neuesten Gerät an. Zunächst möchte ich über den Zustand des Laptops sprechen. RenewOne ist bekannt für die hervorragende Qualität ihrer generalüberholten Geräte und das Lenovo ThinkPad X1 der 6. Generation ist keine Ausnahme. Der Laptop sieht aus wie neu und ist in einem sehr guten Zustand. Es gibt keine Kratzer oder Dellen auf dem Gehäuse und das Display ist frei von Beschädigungen. Nun zum Thema Anschlüsse. Das Lenovo ThinkPad X1 verfügt über eine Vielzahl von Anschlüssen, die es zu einem sehr vielseitigen Gerät machen. An der linken Seite des Laptops befindet sich ein HDMI-Anschluss, ein USB-A 3.2-Anschluss, ein USB-C 3.2-Anschluss, ein Kopfhöreranschluss und ein MicroSD-Kartenleser. Ein weiteres Merkmal, das ich an diesem Laptop wirklich genieße, ist die Tastatur. Die Tasten haben einen angenehmen Tastenhub und ein gutes Feedback, was das Schreiben sehr angenehm macht. Außerdem ist die Tastatur beleuchtet, was das Tippen in dunkler Umgebung erleichtert. Jetzt möchte ich über die technischen Daten des Lenovo ThinkPad X1 Yoga der 6. Generation sprechen. Der Laptop verfügt über eine 512 GB SSD, einen Intel Core i7 Prozessor und 32 GB RAM. Diese Spezifikationen machen den Laptop schnell und leistungsstark, um sogar die anspruchsvollsten Aufgaben auszuführen. Ob Sie nun eine große Excel-Tabelle bearbeiten oder ein Video rendern, der Lenovo ThinkPad X1 wird Ihre Bedürfnisse erfüllen. Und schließlich zum Preis. Der Lenovo ThinkPad von RenewOne kostet 1499 Euro. Ein fairer Preis für ein generalüberholtes Gerät dieser Qualität. Hier hätten wir alternativ das Yoga X380. Dieses Notebook im direkten Vergleich ist natürlich um einiges günstiger. Dies liegt an den verbauten Teilen und an den nicht ganz so hochwertigen Materialien wie beim X1. Der Preis liegt hier bei unschlagbaren 429 Euro. Es ist eher für Office-Arbeiten und Studenten geeignet. Ich verlinke euch beide Geräte in der Videobeschreibung, mehr dazu aber in einem anderen Video. Hier sehen wir das ThinkPad X1 der 6. Generation von der Firma, leider nur mit 16 GB und das Ganze für 1499 Euro. Die nehmen sich aber nicht viel vom Preis her. Und hier oben haben wir jetzt das Yoga der 7. Generation für sage und schreibe 2159 Euro, ein sehr starker Preisunterschied. Man muss immer gucken, was man am Schluss danach braucht. In dem Sinne war es schon von unserem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Liken und abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal, euer RenewOne Team.